Ja, servus Leute, hier bin ich in einem Bauernhof-Verkaufsladen, wo Milch für 1 Euro verkauft wird und früher wurde hier anscheinend auch Eierlikör verkauft. Der ist jetzt aber defekt, das sieht mir auch nach einer Indoor-Maschine aus, aber die hat anscheinend trotzdem die Temperaturen hier draußen nicht verkraftet. Und hier ist ein Verkaufsautomat, aus dem man einfach sich Sachen rausnehmen kann. Unter anderem Eier, die sind ziemlich zerbrechlich und ich habe schon Geschichten gehört von diesen ganzen anderen Automaten, wo die Hebebühne die Eier zerquetscht hat und das muss wohl eine riesen Sauerei gewesen sein. Aber ich glaube, der Verkauf von Eiern so macht ziemlich Sinn, sind geschützt und was kostet hier die Eier? 3,50. 10er Pack, 5 Euro. Was haben wir hier? 4,50. 4,50. 6 Eier, 3 Euro. Ist Bio-Eier, kann man auf jeden Fall machen. Finde ich eigentlich eine gute Idee, für den Bauern ein bisschen extra Geld zu kriegen und auch abseits von